Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator. So, ich muss mal jetzt kurz gucken hier. Lass mal gucken. Also, jetzt können wir kurz das Spiel beenden. Ach. So. So, geht's mal nach da, dann nach da, damit ich mal sehe, was hier eigentlich abgeht. So, so nehme ich. So, den Faden verloren. Irgendwas wollte ich diese jetzt erzählen, aber ich weiß gar nicht mehr was. Ja, Respekt. Na gut. Bumm. Okay, wir fahren los. So. Achso, siehst du, das drüber haben wir jetzt auch nicht. Kann ich mich eigentlich schon von hier einfach abschleppen lassen? Und da gewiss ja eh scheiße. Let's go. Route neu berechnen. Müssen wir eigentlich gleich da sein, wo wir hinwollen, oder? Obwohl, bei dem Gebiet gab es mehrere Werkstätten. Egal, irgendwo kommen wir schon raus. Erstmal reparieren. So. Getriebe. Leider gibt es halt das Getriebe. Was ich halt gerne hätte, wäre das Getriebe mit dem Getriebe. Also, das Getriebe mit dem Differential. Also, Differential. Warum hat der einen 3-4er? Ich will einen 3-0-8er. Boah, damit haben wir halt viel mehr Höchstgeschwindigkeit. Der leider nicht, weil mit dem kommen wir auch mal auf 150, glaube. Was sehe ich gar nicht. Leider haben wir auch nicht wirklich Autobahnen, wo wir es mal ausprobieren können. Ich meine, wir sind zwar hier in der Nähe von der Autobahn. Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind ja ganz woanders. Ich meine, hey, haben wir zumindest eine Autobahn. Wobei nicht wirklich. Das ist keine Autobahn, das ist da vorne. Erstmal schön Kreisverkehr. Das ist ein Albtraum von der Autobahn. Wo sind wir hier? Alter, wir haben ja. Digga, das ist ja ganz falsch hier. Der hat uns wieder zurückgeschickt, kann das sein? Ne, oh mein. Kilometer, wo waren wir denn? Ah, ich hab keine Ahnung. Was geht hier gerade ab? Ja, er ist zurückgeschickt. Ganze 30 Kilometer so zurückgeschickt. War's ein Opferlamm. Hier sind nämlich schon viel weiter. Ich weiß auch gerade nicht wo, aber. So, wir sind auf der Autobahn. Egal. Wir wollen ja eh zu einer Werkstatt fahren, von daher fahren wir wieder hin. Dann passt das schon.
bitte links halten. Sehr schöne Brücke hier. Ich meine ganz ehrlich, bei den Klettergängen brauchen wir eh nicht wirklich, weil können wir im Automatikgetriebe eh nicht manuell anwählen. So, von daher scheiß was auf die Klettergänge. Aua. Guck mal, hier ist auch Werkstatt und alles. Wo ist denn das hier? Achso, hier vorne. Ah. Hä? Wie könnte das gerade mal 30 Kilometer sein? Die Frage ist, kommen wir hier hin? Eben, wir müssen ja einen Umweg hier fahren, ne? Ja, scheiße. Zeit zu gehen. Die ganze Strecke, die wir noch fahren müssen, soll gerade mal 80 Kilometer sein. Gilt wohl alles hier als Stadtgebiet, ne? Okay. Sie klebt eigentlich das Büro von dem Gesicht rum. Ist ja auch eine geile Strecke, Alter. Richtig Züge in der Mitte und alles. Mag er schon wieder sehr. Sehr gut ausgearbeitet. Das war eine schöne Fahrt. Oh, dann tanken wir mal hier.
Okay, dann müssen wir eh zur Werkstatt wegen Pennen. Hier bei der Tankstelle kann man gar nicht pennen. Na gut. Junge, Mädel, was mit dir los hier? Gibt's da mal gleich mal Trösche hier? Und auf den Nacken, Alter, auf den Nacken mit dem Hacken. Hallo, aufmachen hier. So, Wartung. Da muss ich immer so lange warten. okay, ja, komm, wir nehmen einfach mal das Getriebe, ne? Ich meine, wir haben jetzt 300, 500, 750 PS. Kostet gerade mal 5000, by the way. Wegen Rückerstattung. Da kann man das schon machen. So, gehen wir mal hier pennen. So, das habe ich auch mal gerade gespeichert. Ich will mich jetzt mal doch noch mal sicherstellen, dass auch wirklich das Getriebe ist, mit dem 160 erreichen. Weil die Strecke echt klein, kurz ist, ne? Ob wir überhaupt 160 erreichen könnten? Na, das sieht gut aus. Ja, locker. Und 163! Yeah! Wupp, wupp, down to the pool! Das sah gerade schon episch aus, muss man schon sagen. Das war schon sehr geil gerade. Wie ich da so schön schräg über die ganzen Graslandschaft geflogen bin. Das war schon geil. Gut, dann suchen wir mal einen neuen Auftrag. Und zwar, wenn es geht von da, wo wir gerade sind, nach ganz oben. Also quasi die Strecke zurück, die wir vor 4 Folgen gehabt hätten, hätte ich nicht neu laden müssen. Ich weiß gar nicht mehr, warum überhaupt. Auftrag. So, wollen wir mal schauen hier. Gas. Aha, ja. Das ist, 39 Tonnen. Vor allem ist alles Gebiet, oder ne, zumindest teils Gebiet, was wir noch nicht gehabt haben. Hier unten sowieso, da waren wir allgemein noch nie. 39 Tonnen. Gibt es nicht eine etwas leichtere Fracht? Das zum Beispiel. 7 Tonnen. Alter, 100.000. Oh, wie viel kriege ich eigentlich hier? 146.000. Akzept, was? Sehr gut. Wieso haben wir keinen... Warum haben wir nicht... Wieso? Wir haben doch 750 PS. Und ich meine, wir haben hier hinten... Wir haben zwar nur eine Achse. Aber die hat volle Traktion, weil... Die gesamte Power, die wir haben, geht auf die Hinterachse, also. Klar, mit drei Achsen hättest du zwar noch mehr Traktion, wobei drei Achsen nicht, weil bei drei Achsen sind nur zwei angetrieben. Das heißt, hättest du wieder Probleme, dass du auf den angetriebenen Achsen weniger Gewicht hast und dadurch schneller durchrutschen kannst, weil ja ein Drittel der Last auf die ungelenkte Achse geht. Also ein Drittel des Gewichts. Das heißt, eigentlich am besten wäre eigentlich ein dreiachsiger LKW. Oder hinten, also quasi ein 6x4. Wäre für Schwertransport eigentlich das Sinnvollste. Weil da hast du hinten zwar nur zwei Achsen,
Dafür sind die aber beide angetrieben. Und das heißt, alle Achsen, die Lasten haben, haben auch die Kraft. Sprich also, deine Kraft wird bestmöglich auf die Fahrbahn übertragen. Mal ein bisschen Licht machen hier. Ach, da vorne ist schon wieder Dings. Ach ja, wir fahren immer noch ohne Auflieger. Ich muss also beim Bremsen aufpassen. Nach wie vor. Ist aber auch super eng hier, Alter. Der baut so eine Scheiße. Alter, da sollen LKWs durchpassen, keine Motorräder. Ich bin doch hier nicht dieser eine der eine Bus von Harry Potter. Das geht doch so nicht. Amanda Kolb. Da vorne schon die nächste Mautstelle. Was wollt ihr mich eigentlich verarschen gerade? Das soll Petruschka. Warum blinkt der? Warum will er hier rum? Lass mich in Ruhe. Das ist meine Straße. Aber man kann auch hier lang vorbei. Ah! Auf einmal macht das Ganze viel mehr Sinn. Das heißt, die Spur, wo ich immer durchgefahren sind, war die für Autos oder was? Who knows? Who's knows ist das? So, hier muss ich runter. Wow, Alter. Oh, ich sag's, Alter, ohne Auflieger fahren ist so gefährlich. Ich sag's euch, mindestens die Hälfte der Unfälle bei LKWs mit Aufliegern entsteht dadurch, dass sie ohne Auflieger fahren. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Gefahr. Deswegen bin ich der Meinung, auch die LKW ohne Auflieger sollten immer mit Auflieger fahren. Weil dann können nämlich niemals die LKW mit Auflieger ohne Auflieger fahren. Lass uns verfahren. Zum Glück gibt es immer zwei Fahrspuren. Ach, hier muss ich rein. Hier geht aber schräg runter. Oh, Handbremse. Ich rolle ins Ziel. So, Auftrag. Was können wir eigentlich einstellen? Okay, wir haben die vier Achse. Alter, das heißt, wir haben vorne gar keine Achse. Das gesamte Gewicht von dem Ding, also zum Beispiel, liegt komplett auf unserer einzigen Achse. Ah, das ist aber nicht so geil. Ich meine, hey, umso mehr Traktion haben wir. Okay, ich sehe gerade, die gibt es auch. Aber hierfür gibt es ja weniger Geld, oder? Bestätigen. Nee, immer noch 46. What? Aber wir haben noch so viel weniger als hier. Ja, wir waren 146.000. LOL. Da können wir echt den kleineren Auflieger nehmen. Haha. Wir haben das Spiel geoutdribbelt. Was gibt's denn noch so? Damit der Achse ist blöd, das ist ein scheiß Lenkverhalten. Vor allem, weil ich im Spiel irgendwie das Gefühl habe, dass die Physik nicht ganz hinhaut. Wenn ich mit dem Auflieger fahre, der auch vorne eine Achse hat, dann habe ich immer das Gefühl, dass der LKW so zur Seite wegdriftet. Also auch auf gerader Straße. Dass er immer so ein bisschen zur Seite weggeht. Und wenn ich, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob nach links oder nach rechts, aber normalerweise fährst du, wenn du mit dem LKW fährst, dann fährst du mit dem LKW.
logisch. Ne? Beim Fahren stehst du ja nicht so. Du stehst zwar beim Fahren, aber beim Fahren stehst du nicht. So. Also wenn du mit LKW fährst und dann so ganz leicht nach links fährst, dann fährt der LKW ja ganz leicht nach links und dreht sich dabei. Und wenn du nach rechts fährst, fährt der LKW logischerweise ganz leicht nach rechts. Aber wenn du mit Auflieger fährst, der eine Hinterachse hat, oder ich weiß nicht, vielleicht sogar mit Aufliegern ohne Hinterachse, allgemein mit diesen gelenkten Aufliegern, weiß ich gerade gar nicht, da habe ich immer das Gefühl, wenn du in die eine Richtung fährst, dann ist das auch normal. Aber wenn du in die andere Richtung fährst, dann fühlt es sich so an, wie als wenn der LKW seitwärts fährt. So wie als wenn der Auflieger uns zu sehr in die Richtung drückt. Versteht ihr, wie ich meine? Also, wir drehen uns zwar letztendlich, aber wir fahren quasi nicht so, sondern so. Also, hinten wird auch wegge... Schwer zu erzählen. Vielleicht bilde ich mir das auch mal ein. Tja, nehmen wir jetzt den großen Flieger oder den kleinen Flieger? Der große wäre natürlich schon geil. Ich meine, der kleine Flieger wäre natürlich dafür aber leichter, oder? Ach, sind auch 39 Tonnen. How is it even possible? Deswegen wird es nicht preiswerter, also billiger. Weil wir immer noch 39 Tonnen haben. Ich meine, das Ding hier fehlt doch. Also abgesehen davon, dass der Auflieger kürzer ist. Wobei, ich glaube, bei den Gewichtsangaben geht es nur um die Ware. Aber halt, guck mal, das Ding hier, das fehlt bei dem. Das ist weg. Es existiert nicht mehr. Also wie kann es vom Gewicht immer noch drauf sein? So. Oh komm, wir nehmen einfach die langen Auflieger. Ganz egal. Der sieht auch von der Optik her am schönsten aus. Let's go. Und wenn eh alles gleich schwer ist, Auftrag annehmen. Das ist die Werkstatt, da waren wir gerade. Wobei, bei meinen Fahrkünsten wäre es vielleicht gar nicht so falsch, ne? Ja, das war viel zu weit links. Egal, müsste passen. Ah, nicht ganz. Unangenehm. Ich strapaziere aber mein fünftes Rad auch echt extrem, ne? Was ich gerne, wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Also ich es so gerne so hätte, dass man die hinteren Achsen deaktivieren kann. Also, dass sie gegenlenken, dass man das deaktivieren könnte. Das wäre halt geil. Hä? Was? Ich wollte mir gerade noch einen zweiten Auflieger holen, weil einer nicht genug ist. So 40 Tonnen reichen halt nicht. Alter, dass ich mit dem Auflieger nicht aufsetze, bei dem Erdbubbel gerade. In jeder anderen Realität wärst du damit locker aufgesetzt. Demnächst rechts ab. Biege nach rechts ab. Durr. Oh ja. Man merkt, die 40 Tonnen, die merkt man auf jeden Fall. Der LKW fährt wesentlich langsamer Rara an. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Aber so muss das sein. Du musst das Gewicht spüren. Ich bin krass gekommen. So, hier müssen wir runter mit 70. Ich bin mal gespannt, ob er die 70 überhaupt erreicht. Ne, er bricht schon zusammen. Siehst du, was ich mich eigentlich schon immer gefragt habe? Was passiert, wenn wir diese Auflieger einfach absetzen? Also jetzt unterwegs auf freier Strecke. Oh, wir fahren zu schnell. Alter, das ist schon wieder eine Stockerparty. Holy shit. Alter. Links
Bei den Stockerern kannst du zwischenzeitlich mal aussteigen und draußen Fotos schießen. Oder Kaffee trinken oder so. Das ist ja schlimm. Oha. Wir machen es mal einfach so aus Jux, weil ich glaube mal, die sind mit unserem LKW nicht zufrieden. Kann ich wirklich austricksen? Ach ja, guck mal. Ach, das sieht man nicht wirklich. Ja, ne, sieht man überhaupt nicht. Die haben eine echte Holzblöcke jetzt hingesetzt. Wie geil. So, wenn ich jetzt ohne Auflieger auffahre. Hä? Why isn't that possible? You stupid bastard. Kann man da nicht ohne Auflieger auffahren oder was? Schreib mal, kann man gar nicht ohne Auflieger auffahren. LOL. Fertig zum Losfahren. Wollen wir schon auf die Holzklötze achten? Wir müssen jetzt gleich verschwinden. Uhuhuhu. Okay, wow. Oh. Schade, geht nicht. Okay, wir fahren. Ah doch, Gesamtgewicht 8 Tonnen. Haha, hat funktioniert. Cool. Aber habt ihr mich ganz schnell... Halt. Habt ihr mich ganz schnell die Taste zum Abkoppeln und Enter gleichzeitig gedrückt. Also T und Enter halt. Hintereinander. Zeit zu gehen. Das heißt, jetzt ist er mit uns glücklich, wollen wir LKW jetzt nicht überladen. Wobei mich das halt schon interessieren würde, ob er mit uns... Fahren wir zurück. Ach so, ja. Weil das Ding jetzt grün ist, ist das Logo hier auch weg. Schade. Ja, kommt nicht wieder. Das ist weg für immer. Und kommt nicht wieder. Schade eigentlich. Oh, Alter. Unsere Hinterachse muss gerade so sterben. Bei jenem Stuka durchschlägt unser Stoßdämpfer. Da muss gerade so eine Last auf der Achse sein, ey. Uiui. Hallo, fahr vorbei. Danke. Mann. Eigentlich müsste die Achse jetzt in unserem... Also eigentlich müsste die Achse viel... Wir müssten... Wie kann die Achse noch so normal sein? Die Achse sieht nicht mal runtergedrückt aus oder sowas. Sie sieht völlig normal aus. Holy shit. Ja, sieht völlig normal aus. Lol. Und ich dachte, wir schleifen schon auf dem Boden. Der Tatsachen. Haha. Ich sollte vielleicht während der Fahrt nicht auf das OBS-Fenster achten. Habe ich mich gerade überlegt, wegen vollem Ende. Aber, ja. Hätte ich mal lieber nicht gemacht. Außerdem waren wir schon wieder viel zu schnell unterwegs. Ist mir gerade aufgefallen. Also, fällt mir jetzt gerade auf.
Wir wollten auch nur zu schnell fahren, wenn wir ohne Fracht fahren. Wobei es aber schon blöd ist, weil ohne Fracht müssen wir aufpassen, weil wir ohne Auflieger fahren. Egal, bis zur nächsten Folge. Tschüss.